In Köln beobachtet mein Kollege Jens Eberl den Prozess. Jens, wie ist der Stand der Dinge? Ist schon ein Urteil gefällt worden? Ja, es ist ein Urteil gefällt worden vor wenigen Minuten und das heißt 6 Monate Haft auf Bewährung für beide Angeklagten. Es war ja ein algerisches Brüderpaar angeklagt. Der Fokus lag aber vor allem auf dem älteren Bruder, dem 26-Jährigen, dem auch sexuelle Nötigung vorgeworfen wurde. Nun ist das Urteil gefallen wegen Diebstahl und Hehlerei. Den Vorwurf der sexuellen Nötigung konnte die Staatsanwaltschaft nicht halten. Es gab ja einen entscheidenden Moment heute im Gerichtssaal. Das war, als das Opfer in den Zeugenstand gerufen wurde und der Richter sie eindringlich gefragt hat, können Sie den oder die Täter identifizieren hier im Gerichtssaal? Und die Frau die Männer sehr, sehr lange angeguckt hat, sehr lange überlegt hat und dann gesagt hat, es tut mir leid, ich bin nicht in der Lage, den Täter zu identifizieren. Und damit war der Vorwurf der versuchten Sexualnötigung nicht mehr haltbar. Wie reagieren die Opfer auf den Prozess, auf das Urteil? Ja, ich denke mal, das ist natürlich erstmal eine gewisse Enttäuschung. Man kann sagen, dass es für die Staatsanwaltschaft mit Sicherheit eine Niederlage ist, denn man hat schon sehr darauf gebaut und gehofft, endlich mal ein Urteil erzielen zu können wegen den sexuellen Übergriffen. Ich habe heute Morgen noch mich mit einem Opfer, die jetzt mit dem Fall selber nichts zu tun hatte, getroffen am Kölner Hauptbahnhof. Aber ihren Täter wird man wohl nie ermitteln können, denn es ging einfach so schnell in dieser Nacht und auch dort war das Problem, dass sie eben gar nicht sagen können, wie der Mann aussah. Und dementsprechend hat sie aber schon sehr, sehr große Hoffnungen auf diesen Prozess hier gelegt, weil sie gesagt hat, unabhängig davon, ob jetzt mein Fall geklärt wird oder nicht, es ist wichtig, dass einfach hier mal ein Urteil gesprochen wird, dass den Männern gesagt wird, so kann es nicht gehen und dass sowas nie, nie wieder passiert. Ja, das ist jetzt einfach in dem Fall nicht passiert, denn ein Urteil wegen sexueller Nötigung, das gab es heute nicht. Die Beweisführung scheint schwierig, sagen Sie. Der Prozess heute ist ja nur der Anfang, muss man sagen. Über 1000 Strafanzeigen sind nach der Silvesternacht bei der Polizei in Köln eingegangen. Wie realistisch ist es da, dass bei vielen dieser Anzeigen überhaupt ein Prozess stattfinden wird? Na, ich glaube, man kann so ein bisschen mal die Zahlen sprechen lassen. Sie haben es gerade schon gesagt, über 1000 Anzeigen, davon rund die Hälfte wegen sexuellen Belästigungen. Es gibt 154 Ermittlungsverfahren. Allerdings gibt es allein hier in Köln momentan nur 2 Prozesse. Der eine hat heute stattgefunden, der nächste wird demnach stattfinden. Allein diese Zahlen sagen schon, wie schwierig die Situation ist. Der heutige Prozess hat gezeigt erneut, wie schwierig es die, die Täter wirklich dann mit Beweisen belasten zu können. Das Problem oder die Probleme werden immer wieder die gleichen sein, dass die Opfer einfach nicht eindeutig sagen können, okay, das waren die Männer. Und das andere Problem ist, das haben wir vorhin schon im Film kurz angedeutet, das Videomaterial ist oft von so schlechter Qualität, es war sehr dunkel, es war einfach sehr viel Menschenwahn am Hauptbahnhof, dass man einfach hier auf den Videos die Täter oft nur sehr schwer erkennen oder geschweige denn identifizieren könnte. Vielen Dank, Jens Eberl, für Ihre Einschätzung in Köln.